im letzten Jahr war der ganze erste Teil der Demo super jung, super dynamisch. Die haben gepowert und Sprüche gerufen. Der Jugendblock, der macht hier richtig was her. Und wir haben jetzt zwei davon auf der Bühne. Die stehen schon, komm mal vorne. Nach vorne, zeigt euch. Wir haben nämlich hier die Lea Leimann von der Slow Food Youth und Miriam Rapier von der Bund Jugend. Hurra! Ein dicken, dicken Applaus. Sind viele, die diesen Block so lebendig gemacht haben. Ihr habt beide was vorbereitet und kommt jetzt mehr oder weniger hintereinander her. Die Slow Food Jugend steht seit vielen Jahren für die Schnippeldisco. Und das waren gestern wieder Hunderte mit Hunderten von Kilogramm Gemüse. Und vieles davon könnt ihr heute noch genießen. Und ohne die Slow Food Jugend gäbe es, glaube ich, dieses tolle Format nicht, was inzwischen weltweit Ansteckung findet. Und Lea, du erzählst uns ein bisschen was zu deiner Motivation und den wichtigsten Dingen. Ich freue mich, dass auch dieses Jahr wieder so viele für ein zukunftsfähiges Ernährungssystem auf die Straße gehen. Das macht mir Mut. Ich stehe heute hier als Bürgerin, als Slow-Food-Aktivistin, als Studentin, als Verbraucherin und auch als Konditorin. Und wenn ich eins gelernt habe, dann dass all diese Bereiche untrennbar zusammenhängen, dass ich ohne gute Landwirtschaft weder meinen Job ausüben noch mich gesund ernähren könnte. Ob durch die Herstellung oder den Verzehr guten Essens, wir alle leisten einen wichtigen Beitrag für unser Ernährungssystem. Und es macht mich traurig und wütend, wenn Leute mir sagen, komm du erstmal in unser Alter oder in meine Position, dann wirst auch du merken, dass du nichts verändern kannst. Doch das ist Humbug. Diese Einstellung ist der Grund, warum unser Agrar- und Ernährungssystem mit Vollgas gegen die Wand fährt. Das ist der Grund, warum immer noch Bauernhöfe, Bäckereien, Metzgereien von der Agrar- und Ernährungsindustrie verschlungen werden. Das haben wir satt. Die Politik muss endlich Rahmenbedingungen schaffen für ein ökologisch und sozial verträgliches Lebensmittelsystem. Wenn ich euch anschaue, sehe ich Vielfalt, ich sehe Mitgefühl, ich sehe Zusammenhalt und ich sehe die Kraft der Veränderung. Und das ist genau das, was wir brauchen. Lasst uns gemeinsam ein Agrar- und Ernährungssystem gestalten, das so gut ist, dass es unser jetziges hinfällig macht. Ob Bäuerin, Köchin, Imkerin, Konditorin, Bäckerin, Käserin, Studierende, Schülerin und auch Politikerin. Jede und jeder Einzelne kann und muss die Veränderung leben, die unsere Welt so dringend braucht. Und zwar bevor es endgültig zu spät ist. Danke. So, die Anmoderation ist gerade so ein bisschen abgerutscht, liebe Leute, es geht weiter. Die Bundjugend ist nämlich jetzt dran. Entschuldigt, ich möchte noch was sagen zur Bundjugend, denn die sind vernetzt mit Friend of the Earth weltweit. Und Miriam Rapier aus dem Bundesvorstand, die Jugend auch beim BUND, bei den Großen im BUND vertritt, die setzt sich ein für Landwirtschaft, Klimaschutz und Wirtschaft, dass die endlich zusammengehen in eine gute, nachhaltige Richtung. Bühne frei für Miriam Rapier. Liebe Umweltaktivisten und Umweltaktivistinnen, liebe Verbraucherinnen und Verbraucher, ich demonstriere heute, weil mich die Erwärmung der Erde, brennende Wälder und Klimakonflikte besorgen. Ich demonstriere heute, weil mich die Belastung der Böden, die Verschmutzung unseres Grundwassers und das massenhafte Insektensterben umtreibt. Aber vor allem demonstriere ich heute, weil die Politik die Umweltprobleme zwar sieht, aber nicht handelt.
Ministerin Julia Klöckner, dass sie meiner Generation fruchtbare Böden, sauberes Trinkwasser und Arbeitsplätze in der Landwirtschaft übergibt. Denn alle Umweltschäden, die wir heute verursachen, gehen zulasten meiner Generation. Ich möchte in einer Gesellschaft leben, die im Einklang mit der Pflanzen- und Tierwelt steht. Das heißt, dass wir uns als Gesellschaft von manchen Dingen verabschieden müssen. Das heißt, dass wir uns als Gesellschaft gegen die industrielle Landwirtschaft und gegen die Massentierhaltung von Tieren entscheiden müssen. Es kann nicht sein, dass 60 Milliarden Euro jährlich nur zu kleinen Teilen für Umwelt, Natur und Tierwohl ausgegeben werden. Die Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union ist unumgänglich. Die Transformation sämtlicher Bereiche, egal ob Energie, Mobilität oder eben Landwirtschaft, ist alternativlos, wenn wir auf diesem Planeten eine Zukunft haben wollen. Meine Generation möchte und wird die Transformation hin zu einer nachhaltigen Lebensweise umsetzen. Im Jahr 2050 möchte ich keinen Unterschied zwischen Bio und konventionell mehr kennen. Im Jahr 2050 soll die ökologische Landwirtschaft der Standard sein. Eins muss bei all diesen Veränderungen klar sein: ökologisch und sozialverträglich geht immer zusammen. Die Agrarwende darf nicht zulasten kleinerer und mittelgroßer Bauernbetriebe gehen, sondern die Bundesregierung muss das Anheben ökologischer Standards finanzieren. Dafür brauchen wir endlich eine Reform der gemeinsamen Agrarpolitik der EU, die bäuerliche Landwirtschaft, kleine und mittelgroße Bauernbetriebe fördert. Nie war es wichtiger, ins Gespräch zu kommen, Interessen zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu finden. Nie war es wichtiger, miteinander statt übereinander zu sprechen. Ich habe keine Lust mehr auf Jung gegen Alt. Ich habe keine Lust mehr auf Bauernverband gegen Umweltverband. Wir müssen jetzt zusammenhalten und gemeinsam die Probleme unserer Zeit lösen. Danke.